Honigperlen, dein Podcast für mehr Selbstliebe, Achtsamkeit und Lebensfreude, der dich bei deinem Weg auf einem erfüllten Leben unterstützt. Mein Name ist Melanie Pigniter. Ich bin diplomierte Mentaltrainerin, Buchautorin und Selbstliebe-Mentorin. Und ich freue mich von ganzem Herzen, dass du mit dabei bist. Hallo und schön, dass du dich für die heutige Podcast-Episode reingeklickt hast. Das Thema ist 10 Dinge, die du heute tun kannst, um morgen glücklicher zu sein. Es geht also ums Glücklichsein oder ums Glücklichwerden. Und diese Podcast-Episode ist vor allem mit ganz, ganz vielen Praxistipps für dich bestückt. Ich starte mal mit einer kleinen Anekdote aus meinem Leben. Ich habe hier in meiner Wohnung in Wien einen Lieblingsraum unter Anführungszeichen, denn eigentlich ist es kein Raum, sondern ein Balkon, eine Altbauloggia. Und dort verbringe ich sehr, sehr, sehr viel Zeit. Und gestern bin ich dort gesessen und habe genussvoll selbst geerntete Weintrauben gegessen. Und ja, es war ein bisschen so, als würde ich Glücksgefühle ernten. Ich habe nämlich auf meinem Balkon selbst eine Weinrebe angesetzt und die hat in den letzten Jahren nicht wirklich Früchte getragen und heuer war es endlich soweit und es gab zum ersten Mal jede Menge süße Früchte. Und dabei ist mir so eine Assoziation gekommen, nämlich, dass es sich im Leben ganz, ganz oft genauso verhält. Es gibt Dinge, die machen sofort und kurzfristig glücklich, wie zum Beispiel Shopping, Schokolade, ein Glas Wein. Und ja, natürlich soll man sich auch diese Dinge gönnen, aber gleichzeitig sind wir auch verantwortlich für unser Zukunfts-Ich. Also die Person, die wir morgen in 3 Monaten oder einem Jahr sein werden. Und jeden Tag eine Tafel Schokolade essen, eine Schachtel Zigaretten rauchen, eine Flasche Wein trinken, keine Ziele verfolgen, extrem Couching machen, das geht auf Kosten unseres Zukunfts-Ichs. Es gilt also, den richtigen Mix zu finden. Auch heute schon Dinge zu tun, die für den Moment vielleicht nicht immer die attraktivsten sind oder nicht am attraktivsten erscheinen, aber dein Zukunfts-Ich dafür glücklich machen werden. Und dementsprechend habe ich dir heute 10 Anregungen mitgebracht an Dingen, die du heute tun kannst, um morgen glücklicher zu werden. Und manchmal wird man dann tatsächlich schon am nächsten Tag dadurch glücklicher und manchmal dauert das eben auch ein bisschen länger. Nummer 1, das klingt auf den ersten Blick nicht sehr verlockend und vielleicht auch ein bisschen verrückt, nämlich verbiete dir etwas. Sich etwas zu verbieten hat phänomenale Auswirkungen auf deine Glücksgefühle. Wenn du dir heute selbstbestimmt etwas verbietest, das du dir morgen wieder gönnst, bringst du deine Glückszellen sozusagen zum Tanzen. Wenn du gerne Weißwein trinkst und du verbietest dir mal eine Woche den Weißwein zu trinken, dann wird der Genuss dieses Weins in der darauffolgenden Woche dir einfach viel, 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 viel mehr Glücksgefühle bescheren. Dasselbe gilt natürlich für die Schokolade oder das Eis und vieles, vieles mehr. Wir leben ja bekanntlich im Überfluss und dadurch sind unsere Genusssinne genauso wie all unsere anderen Sinne häufig überfordert. Und mit kleinen Enthaltsamkeitspausen zwischen einem Tag und 3 Wochen fördern wir unsere Achtsamkeit und bringen unsere Glückshormone wieder in Bewegung. Hier nochmal ein paar Beispiele. Verzichte mal auf Schokolade, auf Alkohol, auf Social Media, auf TV, auf Weißmehl, auf Kaffee und so weiter. Nummer 2. Hüpfe eine Runde. Die wundervolle Autorin Louise Hay ist bis ins hohe Alter jeden Tag ein paar Minuten täglich auf ihrem Trampolin gesprungen. Nun weiß ich auch, warum das so ist. Hüpfen macht nämlich glücklich. Wir schütten dabei große Mengen an Serotonin aus, die sich lange im Körper halten, sodass du auch am nächsten Tag noch positive Auswirkungen davon bemerken wirst. Aber eigentlich auch direkt danach, das heißt, zu hüpfen hat unmittelbare und auch spätere positive Auswirkungen.
Wenn dich das Hüpfen nicht begeistert oder du dir kein Trampolin kaufen möchtest, dann kannst du es mal auf deinem Bett probieren, je nachdem wie viel das aushält, oder mit Tanzen oder mit Hula Hoop. Sport jeglicher Art ist natürlich auch förderlich, um deine Glückszellen fit für den nächsten Tag zu machen. Nummer 3. Tue jeden Tag etwas für deine Wünsche und Ziele. Kleine Schritte, die dich deinen Zielen näher bringen, sind wesentlich. Die Kontinuität ist bei der Ziel- und Wunscherreichung sozusagen der Erfolgsbringer. Wenn wir an unseren Zielen und Wünschen arbeiten, wird außerdem unser Stolzgefühl erweckt. Wir fühlen uns gut, werden selbstbewusster und dementsprechend auch glücklicher. Ich habe dir 3 Fragen mitgebracht, die dir helfen können, dir über deine Ziele, wenn du jetzt einfach noch sehr unklar bist, etwas klarer zu werden. Und zwar Nummer 1. Wie soll mein Leben in 3 Jahren aussehen? Was möchte ich erreicht haben? Nummer 2. Welche einzelnen Schritte sind notwendig, um mein erstes Ziel zu erreichen? Und Nummer 3, was ist der erste Schritt, den ich schon heute oder morgen tun kann? Wir kommen zu Punkt 4 von Dingen, die du tun kannst, heute um morgen glücklicher zu sein, und das ist das Entrümpeln, und zwar außen und innen. Wenn wir Altes loslassen, schaffen wir Platz für Neues, das uns Freude bereiten kann und uns auch besser und leichter fühlen lässt eventuell. Am besten startest du mit einem einfachen Entrümpelungsprojekt, zum Beispiel mit deinem Bücherregal, mit einer Lade, mit dem Kleiderschrank oder mit dem Küchenkästchen. Und du wirst bemerken, wenn du da so eine Lade oder ein paar Küchenkästchen leergeräumt oder aufgeräumt hast, dass sich etwas in dir erleichtert. Und wenn du Gefallen an positiven Effekten der Aufräumarbeit findest, dann versuche auch, dich dem mentalen Ausmisten zuzuwenden. Ich habe hierzu eine eigene Podcast-Episode und einen eigenen Blogbeitrag. Den verlinke ich dir gerne unten in den Shownotes. Entrümpeln, sowohl innen als auch außen, damit ist gemeint äußerlich materiell, das befreit uns und macht uns daher, wenn wir es heute machen, im Morgen glücklicher. Nummer 5. Lege dir eine Löffelliste an, um glücklicher zu werden. Die Zeit unseres Lebens ist begrenzt. Am Ende ihrer Tage bereuen die meisten Menschen nicht, was sie getan haben, sondern sie bereuen, was sie nicht getan haben. Und oft handelt es sich dabei nicht nur um die großen Ziele, sondern auch um Erlebnisse, wie beispielsweise einen Sonnenaufgang zu sehen, einem Blumenstrauß zu pflücken, mit einem Heißluftballon zu fliegen oder mit dem Partner die ganze Nacht durchzutanzen. Solche Erlebnisse machen uns nicht nur am Ende unserer Tage, sondern bereits jetzt glücklich. Und deswegen ist es sehr, sehr sinnvoll, dass du dir heute für morgen und übermorgen und die Wochen und Monate darauf schon eine Löffelliste anlegst. Eine Liste mit Dingen, die du in den nächsten zum Beispiel 365 Tagen erleben möchtest. Nummer 6. Achte auf dein Umfeld. Stell dir vor, dich umgeben täglich Menschen, die dir sagen, was du alles falsch machst und dass nie etwas aus dir werden wird. Oder Menschen, die davon überzeugt sind, dass diese Welt ein gefährlicher Ort ist und wir ihr ohnehin einfach nur ausgeliefert sind, keine Wahl haben, nichts beeinflussen können. Natürlich würden diese Menschen dein Mindset und deine Handlungen in der Zukunft beeinflussen. Es heißt auch, wir gleichen uns den Menschen in unserer Umgebung nach und nach an. Das heißt, du würdest über kurz oder lang einen Teil ihres Mindsets übernehmen. Und dadurch wirken sie sehr, sehr stark auf dein Zukunfts-Ich ein. Und umgekehrt gilt das natürlich auch. Es gilt auch bei Menschen, die uns gut tun, Menschen, die uns stärken, Menschen, die uns Gefühle wie einen starken Selbstwert, dass wir etwas wert sind, mitgeben. Auch diese wirken auf unser Zukunfts-Ich, aber natürlich positiv. Die Menschen, mit denen wir heute am meisten Zeit verbringen, haben einen wesentlichen Einfluss auf unser Leben in morgen. Und daher wähle
ganz bewusst die Menschen, mit denen du Zeit verbringst, die Menschen, die dich inspirieren und bestärken, damit deine Zukunft sonnig wird. Nummer 7. Nutze den Tag. Bestimmt hattest du auch schon einmal einen richtigen Power-Tag, in dem du zum Beispiel morgens Sport gemacht hast, anschließend eine aufgeschobene Verpflichtung erledigt hast und dann deine Wohnung auch noch geputzt hast. Nach so einem Tag fühlen sich die meisten Menschen richtig, richtig gut. Warum? Weil es in uns immer, wenn wir einen Haken auf unserer realen oder gedanklichen To-Do-Liste setzen können, etwas besser und leichter aussieht. Wir fühlen uns dann besser und leichter. Wir haben dann wieder Platz für neue Gedanken, Platz für neue Dinge, weil wir sozusagen durch das Abarbeiten der To-Dos was ausgemistet haben. Und das ist nachweisbar, dass wir uns dann auch besser entspannen können. Deswegen tue jeden Tag mindestens eine Sache, die dazu führt, dass dein Kopf wieder freier wird. Also einen Haken oder mehrere Haken von deiner imaginären oder echten To-Do-Liste abhaken oder abarbeiten. Nummer 8. Zelebriere Dankbarkeit. Wenn du dankbar bist dafür, was dir das Leben heute bietet, gibt es dir im Morgen mehr davon. Das ist meine ganz, ganz tiefe und ehrliche Überzeugung. Denn unsere Energie folgt immer unserer Aufmerksamkeit. Und das bedeutet, wenn wir die Dinge, für die wir dankbar sein können, bewusst wahrnehmen, fließt unsere Energie in die Fülle statt in den Mangel. Und die Folge ist, wir werden glücklicher und ziehen immer mehr Dinge, die uns dankbar stimmen, sozusagen magnetisch in unser Leben. Kleine Aufgabe für dich, wenn du möchtest, überlege und notiere dir jeden Abend 5 Dinge, für die du dankbar bist. Das können Kleinigkeiten aus dem Alltag sein, aber auch große Dinge wie bestimmte Menschen in deinem Leben zum Beispiel. Nummer 9. Schlemme wie ein Kaiser. Du bist, was du isst, sagt ein altes Sprichwort. Was du heute an Nahrung zu dir nimmst, hat vielleicht nicht gleich morgen, aber spätestens in 1, 3, 5 oder 10 Jahren wesentliche Auswirkungen auf deinen Körper. Völlig unterschätzt ist dabei aber nicht nur, was wir essen, sondern wie wir essen. Die meisten Menschen in der heutigen Zeit verschlingen ihr Essen. Und genau das ist ungesund und macht auch nicht glücklich. Tatsächlich macht uns Essen ja glücklich. Wir schütten dabei Dopamin aus, aber nur, wenn wir schlemmen wie ein Kaiser. Und was bedeutet das? Wir sollten langsam und ohne Ablenkung essen. Wir sollten ganz bewusst genießen. Und vielleicht so als kleine Formel für dich, wir sollten einen Bissen mindestens auch für unsere Verdauung extrem gut 10, 20 Mal kauen, bevor wir ihn schlucken. Und das ist dann genussvoll und bewusst essen. Und das macht nachweislich glücklicher. Nicht nur unseren Körper, sondern auch unsere Seele. Und Nummer 10. Geh 15 Minuten früh ins Bett. Früher aufstehen für das morgendliche Morgenritual liegt gerade voll im Trend. Aber auch abends können ein paar Minuten Auszeit Wunder wirken, wenn dir das lieber ist. Ich persönlich bin ja eher ein Abendmensch. Und ja, nimm's dir mal vor, geh doch mal 15 Minuten früh ins Bett, lass dein Smartphone und vielleicht auch das Buch einfach mal auf dem Nachtkästchen liegen, lass es außer Acht und dann schließe deine Augen und atme ein paar Mal tief ein. Und dann überleg dir, worauf du dich morgen freust. Suche mindestens 3 Dinge, und sie können noch so klein sein, auf die du dich am nächsten Morgen freust. Und dann lass sie vor deinem inneren Auge ablaufen. Erlebe sie mental im Voraus. Male dir vor deinem inneren Auge aus, wie wundervoll oder schön oder entspannt sich das anfühlen wird. Du kannst auch, wenn dir das liegt, wenn du das möchtest, dann den nächsten Tag mental vorerleben. Natürlich nur so, wie du ihn gerne hättest. Also erfolgreich, entspannt, wundervoll. Als Zusatz
Tool sozusagen, wenn du gerne visualisierst. Und du wirst erstaunt sein, welchen Einfluss solche kleinen Rituale auf die Qualität deines Schlafes und des nächsten Tages haben. Ja, heute war die Podcast-Folge unter dem Motto Morgen bin ich glücklicher. Und um in Sachen Glück in den nächsten Gang zu schalten, brauchen wir oft so einen Glückssprit sozusagen. Und in diesem Beitrag gibt es ja jede Menge davon. Nimm dir davon einen Kanister mit, indem du dir nicht alle 10 Dinge vornimmst, aber vielleicht so 2, 3, 4 herauspickst. Und dann leg los und ja, setz sie ein und beginn dich selbst glücklicher zu machen. Am Ende sozusagen habe ich noch einen Hinweis für dich, und zwar werde ich nächste Woche nach längerer Zeit wieder live gehen auf Instagram. Vielleicht folgst du mir da schon, und zwar auf dem Profil Honigperlen Melanie. Und es wird gehen um ein ganz, ganz spannendes Thema. Ich werde so ein Mini-Webinar machen im Ausmaß von 35 Minuten. Und zwar, wie du dich von den Fesseln deiner Kindheit befreist. Also das findet statt am Montag, dem 4.9. und es geht hier sehr viel um dein inneres Kind und Muster, die du noch aus der Kindheit davongetragen hast, die dich noch fesseln. Auch Schutzstrategien genannt. Falls dich das interessiert, dann ja, schau gerne am Montag, dem 2.9. um 18.30 Uhr auf meinem Instagram-Profil vorbei. Ich würde mich mega freuen. Ja, und bis dorthin und bis zur nächsten Podcast-Folge danke ich dir ganz herzlich fürs Zuhören und sage bis bald.